Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Der Waschte von den Simulanten sagt Hallo. Ihr seht, ich bin heute mal nicht alleine. Der Kramer 14 ist mit dabei. Hallöchen. Hallo. So, und wir beide haben gedacht, wir machen mal ein neues Projekt. Und etwas, was ihr, oder ich denke auch, ne, dass man das nicht so oft sieht, mal eine ganz andere Karte, und zwar die Petite France. France, keine Ahnung. Ich glaube nämlich nicht, ne? Ich weiß nicht. Ich habe sowas noch nie auf YouTube gesehen, glaube ich. Spielen, glaube ich, immer alle andere Karten. Keine geläufige. Genau. Ja, wir haben ja einen Fiat-Fan, wie ihr seht. Das ist der Schlepper vom Kramer 14. Alles bei uns umgebaut. Dank ihm auf das Rea und auf nicht das normale Rea, sondern auf ein geändertes Rea. So ein bisschen zu vergleichen mit dem More Realistic Mod aus dem 17er war das, ne? Glaube ich zumindest. Ja, ist halt angepasst auf die aktuellste Version aus dem Mod-Hub. Dann müssten wir dann höchstens mal, wenn es dann mal offiziell wird bei Lance im Discord, wird es einen eigenen Kanal geben. Ja. Weil die Fahrzeuge müssen ja angepasst werden, sonst bringt der ganze Mod nichts. Ja. Und dann werden wir auch dort versuchen, dass man die geänderten Luas zur Verfügung stellen können. Ja, das habe ich nämlich ganz deutlich, das habt ihr ja auch im Singleplayer ganz oft gesehen, wenn ich hier mit meinen Trucks unterwegs bin. Danke übrigens an den Willi von den Akalyts. Er hat mir die oder uns die zur Verfügung gestellt und Kramer hat die noch umgebaut wieder auf das Rea, also angepasst die Physik. Und das habt ihr ja in manchen Videos schon gesehen, wie der dann am Ackern ist. Ne? Das ist nicht mehr so, jo, ich fahre da mal locker flockig mit 14 km/h übers Feld. Sondern muss man sich schon ganz genau überlegen, was für Reifen man drauf hat und wie schnell man überhaupt mit welchen Anbaugeräten fahren kann. Ne? Gräbt sich ein. Du hast jetzt nochmal die Reifen, hattest du angepasst, hast du gesagt, ne? Ja, also nachdem verschiedene Tests durchgelaufen sind, haben wir festgestellt, dass ein wichtiger Bestandteil fehlt, nämlich die Verbindung zwischen Fahrzeug und dem Boden. Und deswegen kam das immer wieder zustande, dass das so aussah, wie wenn es den in den Boden reindrückt. Ja. Und dann haben wir noch mal ein bisschen in der Dokumentation geforstet von Giant und festgestellt, ja, die Reifen haben tatsächlich eine Funktion und auch eine eigene Physik. Haben wir rumprobiert und angepasst und jetzt haben sie eine Funktion. Man sieht das auch, wenn man sich hier mal so ein bisschen vorstellt. Ich versuche das mal zu zeigen. Man sieht jetzt vom Eigengewicht des Trucks halt, dass man hier unten auch so eine kleine Wulst hat am Reifen. Ne? Also hinten. Ja, warte mal, wenn ich einsteige und das Gewicht an- und abkoppel. Ja. Vorne. An- und abkoppeln kannst du ja noch. Ja, ja. Aber man sieht es jetzt ja, auf jeden auch Fall. Hinten, dass die Gummis sich bewegen. Ja. Ganz deutlich. Genau. Und das ist eben durch das, dass der Reifen jetzt breiter wird, wird das im Rea berücksichtigt und der Bodendruck nimmt ab und dann hast du gleichzeitig mehr Grip. Ja, das habe ich auch deutlich wieder gemerkt, den Unterschied beim letzten Mal. Ja, generell, wenn ihr Fragen zu dem ganzen Kram habt, ne, du bist ja auch, was war das, beim Agrarplay, ne? Bist du was? Nee, beim Lens, also bei Akalyt. Ja. Da ist das mit dem Rea, wird auch dort betreut, da gibt es ja den Channel schon. Habe ich aber auch und, unten in der Videobeschreibung den Discord-Link zumindest mit drin. Ja. Da und könnt ihr dann Felix gucken. Bei Agrarplay, da ist die VCA-Geschichte. Also das ja, betreut stimmt. Dort der Shifty, der ist da richtig fit drin. Und aber so für die Mods, wo ich betreue und so, da baue ich die Getriebe selber. Ja. Ja, und was haben wir heute vor? Ich mache mal gerade die Karte an, damit die Leute das sehen. Eine relativ kleine Karte, wo wir unterwegs sind. Precision Farming natürlich mit dabei. Und der Kramer war schon richtig fleißig. Der hat hier die 22, da oben die 46, 37 und 34 schon mit Gülle versehen. Und der fährt jetzt gleich rüber auf unser, was war das? Luzerne, ne? Das glaube ich. Ja. Auf unsere Luzerne-Wiese hier und güllt die noch einmal.
Und ich sehe jetzt mal zu, dass ich eins von den beiden hier mal ansehe und natürlich auch noch ein bisschen umwälze zu unserem tiefen Lockerer. Ja, das müsst ihr euch mal anhören. Das ist ein schöner Sound, ne? Das Fass hat er auch, ne? Hast du ja auch angepasst von der Physik her, ne? Das Fass ist auch schon angepasst, ja. Unterstützt den Manomod, also Schlauchsystem. Und eben die komplette Physik. Wir könnten höchstens mal schauen, wo ein Weg ist, wo ein bisschen uneben ist, wenn du mal hinterherfährst, da sieht man gar nicht so deutlich. Ja, ich habe ja im Singleplayer bin ich ja nochmal wieder zurückgegangen auf das Fass von dir. Weil das andere hat es ja zwar geschrieben, dass da wohl irgendwas, was ist gerade mit der Zapfwellenleistung passt, was nicht, ne? Ja, das ist alles kompliziert. Was auch bei dem, was dann in die Erklärung mit reinkommen wird, ist zum Beispiel die Anbaugeräte, wie du sie hast, hinten. Ja. Ja, wenn du die hoch und runter lässt, dass die in dem Attacher sich so mitbewegen. Das ist von Haus aus auch nicht gegeben, das ist mal festgeschweißt. Aber sag mal, das hattest du bei dem Trax hier schon geändert, kann das sein? Weil ich hatte jetzt im Singleplayer habe ich Sämaschine dran gemacht und die wippt immer so ein bisschen mit. Ja, die bei den Traktoren schon geändert. Ja. Da ist er also. Ihr seht jetzt auch schön, wenn ich hinterher fahre, die Reifenwulst hinten beim Fass. Sieht man auch ganz Jetzt, wenn die deutlich. Unebenheiten kommen, dann wird sich das so aufschaukeln, so von links nach rechts. Und das ist alles halt, das sind die Sachen, wo im Originalspiel, Ja, sieht man hier auch. Ja. die sind da halt nicht vorhanden. Biegt jetzt aber Und mal ab hier, du. das sind halt so die Dinge, wo du kannst halt nicht mehr mit dem vollen Fass mit 35 rechtwinklig abbiegen. Ja. Geht halt nicht. Wird in echt auch keiner machen. Ja, genau. Ich muss aber auch sagen, bei mir war das auch so ein Werdegang. Ich habe ja auch anfangs, also schon ganz gerne mal in Perspektive gespielt, aber trotz Headtracking irgendwie nicht durchgängig. Und je mehr Sachen jetzt so in der Richtung kamen, wie jetzt zum Beispiel das Rea und so, desto mehr kam das eigentlich bei mir, dass ich gesagt habe, ja, nö, dann spielt's halt auch realistisch, ne? Klar gibt's immer noch manche Sachen, wo man dann sagt, ja, da könnte man noch realistischer spielen, aber es ist schon echt nah dran. Die haben Ja, immer das noch ist ihren halt Unfall hier auf der schön. Kreuzung. Stehen die immer noch. Ja. Ich meine, jetzt so wie es der Felix macht, auch der Lenzburg, das ist schon schön zum Anschauen, sage ich jetzt. Und bringt auch Spaß, das so in richtig realistisch zu machen. Ich hatte ihn ja mal Aber ich hätte. angefragt, das war Entschuldigung, aber ich fand das so geil, wenn er aussteigt, ne? Und siehst ja wirklich, wie er praktisch mit dem Körper hochgeht, ne? Und naja, dann halt aussteigt. Und ich habe immer gedacht, weil das immer gleich ist, habe echt gedacht, das wäre ein Mod. Dann hatte ich ihm in dem Discord mal angeschrieben und gesagt, sag mal, wie machst du das? Was ist das für ein Mod und so weiter? Und dann sagt er, ja, ich stehe halt im Prinzip auch, weil er auch mit Headtracking arbeitet. Im Prinzip mache ich so eine Körperbewegung, dass ich halt auch aussteige, ne? Und so sieht's halt auch. Aber der muss das schon so intus haben, weil das sieht wirklich jedes Mal gleich aus. Absolut Ja. genial, wirklich. So, was haben wir denn überhaupt jetzt schon gesehen? Oder was habe ich gesehen? Weißt du das aus dem Kopf, nö, ne? Schon ganz schön lang her. Ja. Also wir haben einmal Hafer und wir haben Gerste. Was können wir überhaupt? Genau, wir haben hier auch ein anderes Geo drinne, was Seasons angeht. Da kann ich noch Müssen nicht alles. vielleicht mal nach der Fruchtfolge schauen, Ach so, ja. was vorher drauf war, was Sinn macht. Weil das Grundzeug hätten wir eigentlich schon abgedeckt.
gucke ich mal gerade. Zuckerrüben. Und vorletzte war Ölsaat. Ich gebe das mal ein. Ja, wenn wir davor sagten, wegen realistisch spielen und Innenansicht und so weiter. Ich muss trotzdem immer wieder mal nach außen, wenn ich mir gefällt das inzwischen, wenn das alles so mitarbeitet, sich das Ja, klar. Anzuschauen. Klar. So, ich habe jetzt Ölsaat als vorletzte Frucht, dann war die Zuckerrüben und gucken wir mal. Muss ja auch mal gucken, was ich überhaupt kann, weil ich kann auch gar nicht alles von den Temperaturen her. Was könnten wir? Ich glaube, das müsste Tritikale sein. Das werde ich mal machen, weil da sind wir bei 1,0. Mehr kriege ich nicht hin, egal was ich jetzt sehen möchte. Was ist Tritikale für eine Fruchtart? Im Prinzip auch ein Getreide. Da müssten wir auch Stroh mitmachen können. Es gibt halt vom Ertrag her, also von dem, was wir, wenn wir es verkaufen, gucke ich mal gerade, gibt es glaube ich nicht so viel. Das ist jetzt nicht gerade das. Ja, es steht zum Beispiel im Moment bei 638, geht gerade nach oben, also das kannst du vergleichen mit Weizen. Also vom Geld her, was wir dafür kriegen. Aber wie gesagt, also die alle anderen Sorten, die ich jetzt anpflanzen kann, kann ich Raps schon. Nee, Raps ist nämlich noch gar keine Aussaatzeit. Was ist mit Roggen? Ich mach mal eben den Verkehr aus, damit sich der Unfall da mal auflöst. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, ob das trocken ist oder was das ist, aber da gibt es ein bisschen mehr, dann nehme ich das jetzt. Sorghum. Polizei war da, Unfall ist aufgelöst. Ja. Ich muss jetzt mal schauen, ich habe vorher gesehen, es gibt eine neue Version von VCA. Ja. Hat er irgendwie auch geschrieben, er hätte die Motorträgheit jetzt stärker berücksichtigt. Ja. Bisher haben wir ja den Eintrag selber gemacht in unsere Fahrzeuge. Ja. Das war einfach dieses, dass der also nicht sofort seine 100% Kraft hat, sondern dass der erst so, ich sag jetzt mal, so einen Anlauf braucht. Ja, klar. Ja. Bis das kommt. Weil wir hatten gemerkt, dass der jetzt zum Beispiel mit dem Reha irgendwo auf dem Feld stand ist und der hat da zu viel Leistung sofort drauf gekriegt, dann hat er sich sofort eingegraben. Und so wie ich es gelesen habe, hat er das jetzt wohl berücksichtigt. Das muss ich mir halt zu Gemüte führen, inwieweit, ob das jetzt überhaupt noch Sinn macht, meine Einträge oder. Ja. Das dann auch wieder raus muss. Ja, das ist halt typisch LS, du bist nie fertig. Also, wenn du nee. Angefangen hast und denkst, jetzt kannst du einfach nur noch zocken, Spaß haben. Merkt das ja immer. Und fängst wieder von vorne an. Das war ja jetzt, wie gesagt, also ich habe mir den 1800er jetzt geholt im Singleplayer. Und das Komische war übrigens von wegen, also der hat wieder hinten nicht angehangen, ne? Wenn ich dran gefahren bin an die Seemaschine. Muss ich mal gerade gucken, Allrad an, der will gerade nicht hier. Ich will auch nicht rückwärts, ich will vorwärts.
Der hat halt nicht angehangen, es kam überhaupt kein Symbol zum Anhängen. Und das Komische war, aber ich hatte mir den mit Frontlader geholt. Und wenn ich ausgestiegen bin, in dem Moment, wo ich ausgestiegen bin aus der Kabine, kam einmal kurz unten von wegen hier ist der Frontlader, kannst du ankuppeln. Wenn ich aber dann nach vorne zum Frontlader gegangen bin, ne, tauchte nichts auf von wegen ankuppeln. Hintere Geräte war das überhaupt nicht, aber das Komische war halt vorne bei dem Frontlader. Sobald ich ausgestiegen und ich habe dann immer versucht, also E und sofort Q zu drücken, um den anzukuppeln, aber auch das funktionierte nicht. Ja, und hast du mal im Singleplayer probiert, ohne das manuelle Touch, ob es dann hinten funktioniert? Nee, habe ich nicht. Weil es komisch ist ja, bei den anderen Trucks funktioniert es ja, ne? Also es ist bei dem 1300er, 1500er deswegen und... macht es ja normal auch keinen Sinn, weil das ist immer das gleiche Modell. Aber gut, muss ich mir angucken. Stellst du mir halt mal vor die Werkstatt. Machen alle anderen auch so. Ich hab dir mal was hingestellt. Ja. Ja, und hier mit der Kombi, Leute, mit der ich hier gerade fahre, ihr seht's. Das ist natürlich, also ich weiß zum Beispiel, der Imans Tiefenlockerer, den ich jetzt hinten drin habe, der ist sowieso maximal, glaube ich, mit 8 km/h zu fahren. Aber da geht der Truck jetzt hier in Kombination mit der Drolle hinten dran echt in die Knie, ne? Also 5 km/h mehr ist hier nicht drin. Und es ist, glaube ich, noch einige. Naja, es ist feucht, gut, das erklärt noch einiges. Ja, ich glaube, das müssen nur so 17% oder so da sein. Oder, nee, warte, wir haben den ersten Tag. Ja, wir haben festgestellt, wenn du frisch startest mit 7, der braucht so 1-2 Tage, bis er die korrekten Bodenwerte. Ja. Weil der jetzige Rea, der trägt ja vom Seasons die Bodenwerte und die Feuchtigkeit ab. Ja. Und die stimmen erst so auf dem zweiten, dritten Tag. Also wenn du mit 6 Tagen spielst, dann ist es so, wie gesagt, der zweite, dritte Tag, dann passt. Ich glaube, wir haben 9 Tage jetzt eingestellt, ne? Haben wir gesagt. Ja, also man muss es halt probieren. Also hier auf der Map habe ich mich jetzt noch nicht eingegraben. Ich habe ja noch einen Multiplayer mit Pelesaria auf der Rade. Ja. Haben auch frisch gestartet, auch mit auch so noch ein paar Projekten, wo wir uns gemeinsam so am Start haben, zum einfach so zum Testen. Und ja, natürlich festgefahren wird auch. Ja. Merke ich gerade, ich muss mich hier mal komplett anders ausrichten. Das passt ja gar nicht mit der Bodentextur hier. Und dann war es auch so typisch bauernmäßig. Ich habe mich festgegraben mit dem Miststeuer, mit dem Fiat. Er hat den 78-10 von Max, den ja. Johnny. Da sagt er, mach mal weg dein Fiat. So, ich komme mit Johnny, ich mach das. Habe ich mich dort mühselig rausgegraben. Er fährt rein, hängt an, fest. Halt so, wie es halt so ist. Dann sind wir gegangen und haben Merlot geholt. Als also Teleskoplader. Ja, ja. Dass man dann so mit der Schaufel von hinten besser den Miststreuer ein bisschen anheben kann zum Entlasten. Haben es dann also geschafft, so uns gegenseitig dann wieder rauszurollen. Und kaum draußen habe ich wieder angefangen. Ich probiere das jetzt mit Schwung. Mit Schwung muss das gehen. Und wieder oder was? Geht halt auch mit Schwung nicht. Ich, wo du Miststreuer sagst, übrigens den, also ich habe den jetzt nur mal im Singleplayer, hatte ich den mit reingenommen, aber nicht gekauft. Ich hatte mir den nur im Shop angeguckt. Und du hattest ja auch letztens irgendwie im Discord, ich weiß nicht mehr bei wem, hattest du ein paar Fotos gepostet. Und wunderschönes Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut gelungen, echt. Welcher? Der Tebe oder ja. Der Öler? Ne, der Tebe. Den finde ich echt. Der Tebe ist von der Fuscher Garage. Ich glaube, da war der Herr Krupp mit dran beteiligt. Und ja, mir hat der halt irgendwas gebraucht, so für die PS-Klasse so zwischendrin. So die Originalen sind so mit 180 PS ungefähr. Ja.
Der ganz kleine, der Superflex, das ist halt auch wieder so ein Spielzeug. Und ich habe halt was gesucht so für zwischendrin und der hat mir eigentlich so von der Aufmachung her, hat er mir ganz gut getaugt. Ja, und farblich halt Und mal dann, wieder was anderes, ne? ja genau. Und dann habe ich den auch mal realtauglich gemacht und seitdem ist es eigentlich schon top drin. Ich meine, da geht jetzt auch nicht Unmengen rein, das sind, ich glaube, 14.000 Liter fast. Ja, aber ich sag mal, für das, was wir ja machen mit den Fahrzeugen und so, finde ich das immer völlig ausreichend. Ja, der war auch auf der Rade, war der auch ausreichend, weil mit dem organischen Dünger, mit dem Precision Farming ist ja so, du gibst ja eh nicht viel, also hier so Festdünger wie Mist, ja, das ist ja überschaubar, die Ja. 60 Kilogramm pro Hektar, wo du da ausbringst, da geht ja fast nichts durch. Ja, aber da können wir auch mal beim nächsten Mal wirklich gucken, ob wir die Tabelle benutzen vom RLSF ist das, ne? Vom Stefan, glaube ich, ne? Und dann einfach mal gucken, was, dass wir ein bisschen mehr ausbringen. Entgegen der Düngeverordnung so ungefähr. Ja, wenn wir im Vorfeld wissen, was wir anpflanzen wollen, dann geht das schon. Ja. Weil du tust ja im Prinzip im Vorfeld dann schon ein bisschen überdüngen, dass du beim zweiten Mal anbauen nicht nochmal fahren musst. Ja. Wenn ich das so richtig verstanden Ja, habe. nee, hast du, ja, ist richtig. Aber jetzt zum Beispiel, ne, ich bin jetzt hier mal gerade, anhand der Bodentextur bin ich jetzt mal, habe ich den GPS-Kurs nochmal geändert, ne? Weil das sonst so doof aussieht, weil das irgendwie komplett rechte Winkel falsch war. Und jetzt zieht er auch ganz gut. Ich habe jetzt nur Allrad an, habe 35% Schlupf, bin bei 88% Auslastung und fahre so meine 7 km/h. Mit der Kombi finde ich, ist das voll in Ordnung. Das ist ja auch das Schöne, ne? Ich knall dann Handgas rein. Und dann kannst du schön am Vorgewende einfach schön mit VCA vor rückwärts, GPS rein, weiter geht's. Ja, das ist jetzt Ist auch echt gut herrlich. gelungen. Kann für euch auch mal in die Außenperspektive gehen. Was auch der Vorteil ist an dieser Dynamik von den Attachern, ist nicht nur, dass sie jetzt im ausgehobenen Zustand die Bewegung haben, sondern im abgelassenen Zustand. Also wenn du jetzt auf die Arbeit gehst, dann hast du jetzt eine echte Schwimmstellung. Ah. Davor war es ja so, wenn du die Ja, stimmt. angehängt hast, die waren fest verbunden mit dem Fahrzeug. Ja. Das heißt, wenn du über eine Bodenwelle gefahren bist, hat sein können, das hebelt dir das Fahrzeug aus. Und das ist jetzt weg, du lässt es ab. Das Gerät sinkt bis zu der vorgegebenen Arbeitstiefe, sinkt das einen Boden. Und das Fahrzeug kann sich vorne dran frei bewegen. Ja. Und das sind alles so Features. Das ist jetzt nichts Neues, das ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Ja. Das war einfach der Reha kam raus und ich habe mich genauso gefreut, wie sich alle gefreut haben. Ich habe das Ding im Mods-Ordner reingepackt und habe so nach 5 Minuten einen mittelschweren Hass gekriegt. Und ja, ist klar, also im ersten Moment, dann stempelst du das Ding ab mit ja, ist doch scheiße. Kann man sowas hochladen. Und dann aber das irgendwann lässt er dann halt einfach keine Ruhe. Weil eigentlich, das sind ja genau die Features, wo du haben möchtest. Ja. Und dann funktioniert das nicht. Und dann habe ich mir das mal so angeschaut. Also was Programmieren angeht, habe ich ja keine Ahnung. Ich sag so, wie es ist. Und ich habe mir auch angeschaut, was hat er dort geschrieben. Und dann habe ich mir überlegt, ja okay, wir hatten doch aber den MR-Mod von Dural. Ja.
der hatte ja auch sowas. Und dann habe ich mir den einfach im Prinzip nochmal gezogen, habe den entpackt und dann habe ich die zwei Luas nebeneinander hingelegt. Und dann ist mir das aufgefallen, dass der im Prinzip sich aus dem More Realistic Mod bedient hat, Ja. aber nicht vollständig. Also sonst wäre es eine Konvertierung gewesen. Und er hat also nur verschiedene Zeilen dort rausgenommen und hat die gangbar gemacht, also dass sie funktionieren im 19er. Und aber vieles halt unvollständig oder eben mit falschen Werten. Und so habe ich danach angefangen und habe geschaut, wo fand ich 17er die entsprechenden Werte. Also es waren welche von diesem Count Response Modul, Ja, wo ja. original von Giants kam. Dann war da was mit dabei von Model Eicher. Das war dieses Stuff and Think, glaube ich, hieß das. Wo die Arbeitsleistung für Bodenbearbeitung mit drin war. Und eben den Rest habe ich aus dem MR rausgezogen. Das waren so Aber ich sag mal die trotzdem so, ersten. wenn ich das so höre, ne, klar könnte ich mir das jetzt auch angucken im Vergleich, aber alleine wenn ich mir VCA angucke und dann diese Zahlen von wegen, wann schaltet der? Also das ist ja bei dir dann wahrscheinlich auch eine Ausprobiererei gewesen, um dann immer zu sehen, was passiert denn da oder nicht. Wenn du Ja, nicht. natürlich. Ja, Also, Alter, das ist ja eine Arbeit sondergleichen, ey. ja, ist es. Deswegen habe ich das ja, stelle ich das ja auch nicht einfach frei zur Verfügung. Ja. Weil zum einen, sage ich jetzt mal, der Weg dorthin zum Finden, was man machen muss, das war ätzend. Aber dann hinterher die Schritte, was man ändern muss, das ist nicht ätzend. Und ich finde, es ist dann nicht zu viel verlangt, wenn man sagt, jeder kann sich ein bisschen damit beschäftigen, dass er überhaupt selber mal versteht, wie funktioniert der Mod und was macht er und was tue ich jetzt hier gerade einstellen und was hat das für eine Funktion. Ich bin Und aber so ganz haben wir ehrlich, das eigentlich bisher gehandhabt. bin immer froh, wenn ich, also ich kann ja, weiß ja auch, ich habe ja jetzt auch bei dem Traktor zum Beispiel so eine Textur da mal rausgekriegt und sowas, ne? Aber also alle Achtung, was du da dann gemacht hast oder generell, was die Leute immer machen, die modden und sonst irgendwie was im Prinzip herstellen für uns. Das ist eine Schweinearbeit, die dahinter steckt, ey. Ja, ich habe mir jetzt auch bei der letzten Version habe ich mir Hilfe suchen müssen, weil ich konnte halt bisher auf mein eigenes Empfinden und einfach ein bisschen physikalisches Verständnis, ja, konnte ich halt abwägen, ja, könnte passen oder passt. Ja. Und jetzt mit der letzten Version, das konnte ich dann auch nicht mehr. Da habe ich mir dann auch Tester suchen müssen, wo das für mich machen, wo auch in der Realität die Maschinen bewegen und verschiedene Arbeiten machen. Dann habe ich mit denen zusammen im Prinzip die Maschinen, wo sie kennen, umgeschrieben, hat funktioniert mit der Physik. Und die haben dann im Prinzip den Reha getestet. Und da habe ich darauf geachtet, also sie wissen voneinander nichts. Ne, also keiner weiß, wer der andere Tester ist. Und ich habe mir gedacht, das ist wohl der einzigste Weg, um an ein nicht verfälschtes Ergebnis zu kommen. Also es sind welche dabei, wo wir haben zu Hause Lohnunternehmen, es sind welche dabei, wo so Großlandwirte. Ich habe einen Reifenhändler, habe ich mit am Start. Der war auch derjenige, wo gesagt hat, also es fühlt sich alles gut an, nur irgendwie die Verbindung fehlt, der Reifen kann nichts. Und Ja. auf dem seine Initiative hin sind wir da eigentlich erst draufgekommen und haben da nachgeforscht und tatsächlich was gefunden. Und jetzt sind wir da gerade dran, der Reifendruckanlage, wo ja bisher bloß
das optische Gimmick war, dass der Reifen flach geworden Ja. ist. Da sind wir jetzt gerade dran, dass die dann auch eine echte Funktion bekommen haben, Ja, dass das du ist das natürlich Feld auch geil. herfällst und lässt die Luft raus, dass du dann eben tatsächlich diese Mehrtraktion hast. Das habe ich beim Felix gesehen. Der hatte das, glaube ich, an einem Fan dran, ne? Ja, aber das ist halt bisher nur Optik. Ja. Ja, das finde ich ja zum Beispiel auch beim Felix dann gut. Er ist ja jetzt auch, sage ich mal, doof gesagt, nicht vom Fach. Und wenn er dann in seinen Videos sowas macht, jetzt mal dahingestellt, ob das jetzt schon Funktion hat oder nicht, dieser Reifendruck. Aber er arbeitet dann halt auch mit seiner Community zusammen und sagt dann, ey Leute, sagt mir mal, was für einen Reifendruck ich denn dann fahren muss, wenn ich das und das mache, ne? Ja. So, ich merke hier zum Beispiel einen ganz deutlichen Unterschied, ob ich mit der eigentlich vorhandenen Textur arbeite oder gegen die Textur arbeite. Also wenn ich genau quer gegen die vorhandene Textur arbeite, dann ist der richtig am Ackern. Wenn ich mit der Textur praktisch arbeite, hat er nicht so das Problem. Ja, das ist jetzt tatsächlich so, weil in der letzten Version, die er rausgebracht hat, trägt er jetzt eben die tatsächlichen Bodenwerte ab. Also da sind dann auch die Bodenwinkel drin. Ja. Also hier, ne, wenn ich jetzt so fahre, entgegen der normalen Textur, merkst du richtig, dass der viel mehr Schlupf hat. Also hat er eigentlich laut den Werten nicht, aber es sieht optisch viel mehr so aus. Weil ich bin jetzt bei 34, hatte ich eigentlich eben annähernd gleich, aber ich finde optisch sieht es so aus, als ob er viel mehr arbeiten muss. Ja, die sind jetzt vom Differential sind sie so eingestellt, dass er 60% seines Drehmoments nach hinten kriegt und 40% nach vorne. Und dass die Vorderräder 20% mehr Schlupf haben dürfen wie die hinteren. Ja. Das ist dann stärker im Prinzip. Aber wenn ich jetzt hier reingehe und ich mache wieder den VCA an, der müsste ja irgendwo hier, müsste ja irgendwas finden. Da ist das. Da läuft er viel flüssiger, merkst du richtig. Obwohl ich sogar noch mehr Schlupf habe, aber merkst einfach, die Kabine wackelt nicht so. Aber es sind hier 23% feucht im Boden, ne? Ja, ich bin so mit 6-7 km aber dabei. Ich finde das voll in Ordnung. Ja, für das war es nicht schlecht. Also läuft echt gut, gefällt mir sehr gut. Und wir haben ja das dynamische Dirt haben wir auch mit reingenommen. Ja. Das ist jetzt auch angepasst auf den Reha. Und da ist es jetzt tatsächlich dann so, wenn du irgendwo bist und hattest eine Bodensenke, wo Wasser drin gestanden ist, dann ist ja auf dem Rest vom Feld meistens die Feuchtigkeit weg. Und dort kann es sein, an solchen Stellen, je nachdem, wie viel es geregnet hat und wie tief die Senke ist, hält sich dort eben recht lange die Feuchtigkeit. Also es kann dann tatsächlich sein, dass du erst 2 oder 3 Tage, je nachdem es geregnet hat, die Stelle erst bearbeiten. Ja, das hat mich auch am Anfang gewundert, weil ich es aber einfach auch nicht wusste. Ey, ich weiß nicht mehr, auf welcher Karte das war. Ey, jedes Mal habe ich mich in dieser verdammten Pfütze festgefahren. Da konnte ich auch machen, was ich wollte. Ich habe mir gedacht, ja, also ich, klar, habe ich schon geahnt, dass es irgendwie mit Rea und so zu tun hat. Und habe dann aber verschiedene Trecker halt ausprobiert, ne, mit verschiedenen Radreifenkombinationen und sowas. Da war nichts zu machen, egal wie. Da kommst du einfach nicht durch. Ja, wenn du ein Sumpfloch hast, hast du ein Sumpfloch. Ja. Also du kannst jetzt hier zwar ein bisschen breitere Reifen zum Beispiel drauf machen, dann kommst du halt vielleicht 1 Meter weiter, aber es das heißt nicht, dass du durchkommst. Ja, genau. Und das Problem war dann auch mit dem Reha, wenn du dann die Differentialsperren an hast, dann ist das wie auf der Straße. Irgendwann sagt der Tschüssikowski. Ja, genau. Ja.
Und richtige Ballastierung spielt jetzt auch eine Rolle. Also wenn jetzt zum Beispiel ein zu schwerer Hänger und mein Fiat zu schwer, der ist ja leicht, der wiegt ja nicht viel, ich kann Ja. 4 Tonnen oder so. Und wenn jetzt das Fahrzeug vorne zu leicht ist, dann bringst du die Kraft nicht auf den Boden. Ja? Dann hat der Motor zwar Kraft und möchte es umsetzen, und das Gewicht hinten ist aber viel zu schwer. Ja. Und dann drehen einfach die Räder durch, und wenn die einmal gedreht haben, dann ist es meistens sowieso vorbei. Und die Umsetzung ist jetzt auch nicht schlecht. Also man merkt genau, wenn du ihn richtig ausbalanciert hast mit der Belastung und es so vergleichst, dass so Reifenhersteller und so weiter angeben, dann sprechen die alle davon, das sollte so zwischen 10 und 15% bis 20% Schlupf, das wäre der Optimalzustand, wo du die meiste Traktion auf den Boden bringst. Also nicht null, sondern tatsächlich, wenn du so einen Schlupf von 10 bis 20% hast, dann hast du den Zustand erreicht, wo du die höchste Traktion von einem Reifen auf dem Feld. Ja, kann ich mir aber gut auch vorstellen, wenn ich mir einfach das Reifenprofil angucke und du gräbst dich im Prinzip so ein ganz bisschen ein, um dich direkt aber wieder auszugraben, dann Ja, greift dann der. musst du den Boden ein bisschen hinschieben und Genau. verdichten, dass das eine Wulst gibt, wo er sich im Prinzip Genau. abstützen kann. Und erst dann kann ich mir ganz gut vorstellen. Also ich merke das ja bei meinem Trecker jetzt im echten Leben. Der hat halt nicht viel Profil. Und da kann er halt auch nicht viel buddeln, sage ich jetzt mal, mit seinem Profil, was er hat. Und das merkst du ganz deutlich. Also wenn die Wiese ein bisschen feucht ist bei mir, dann habe ich echte Probleme. Ich habe heute geackert, das kannst du nicht vorstellen. Ich habe ja ein benzinbetriebenes Zaunramme. Scheiße schwer das Ding, und dann hebst du das oben auf den Pfahl drauf und dann gib ihm, ne? Brauchst du das halt nicht mit der Hand machen. Aber ich habe dann, ich glaube, 14 Fehler habe ich gemacht. Danach habe ich gedacht, ich hätte Parkinson. Hast deine Nächsten angefasst und das von alleine reingezittert. Ja, so ungefähr. Dann noch 2 Stunden mit dem Freischneider danach und dann war aber auch echt vorbei. Habe ich gesagt, jetzt reicht's für heute. Ja, war ein tolles Wetter heute, ne? Ja, wunderbar. So herrlich, ey. Konnte ich nicht drinnen sitzen bleiben. Morgen habe ich dicken Häcksler bestellt. Weiß jetzt nicht, wie viel PS er hat, aber mit so einem Dieselaggregat, ein Anhänger ist das. Und dann häcksle ich mal meinen ganzen Heckenabschnitt weg, weil ich weiß nicht mehr, wohin damit sonst. Ja, jetzt gräbt er sich gerade. Hey, 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 nee, nee, nee. So passiert es immer während dem Quatschen, und auf einmal bupp steht er. Ja, ich meine, ich habe ja bei dem anderen Feld auch, das ist ja echt ganz cool, dann hebst du mal so ganz kurz, lupfst du deine Geräte hinten an. Dann hebst du sie nicht komplett aus, weil die Textur geht ja weiter. Also er sät und so, macht da alles komplett weiter. Aber du lupfst im Prinzip einmal kurz an und dann geht es wieder. Jetzt zum Beispiel geht da rein, zack und wieder raus. Und das ist halt auch schön jetzt hier, wie du das gemacht hast, weil man sieht richtig, wie der vorne, zack, sich eingräbt und dann einmal kurz gegenarbeiten, dann geht das eigentlich, wenn man schnell genug ist. Aber das sind so Sachen, das kannst du halt nur dann machen, wenn du was am Kopf. Weil man könnte das Ganze ja auch ohne das Ganze Klimbim machen. So, mit dem, was es gibt, Spaß haben, und aber Nö, nö, weiß nicht, nö. einmal more realistic, immer more realistic, Ja. das ist. Nee, auch so mit meinen, ich habe den Leuten das ja schon gesagt, auch in Singleplayer-Folgen, so mit meiner ganzen Armatur, die ich hier habe.
Dann macht das Ganze so im Zusammenhang erst richtig Spaß. Was muss ich hier so eine Seitenkonsole haben und richtiges Lenkrad und sowas und dann irgendwie halt nicht realistisch zocken, so, das bringt mir dann nichts, ne? Wofür habe ich den ganzen Kram? Und dann macht sowas dann erst richtig Spaß. Habe heute noch gesagt in der Singleplayer-Folge, ich habe nämlich jetzt angefangen Kartoffeln zu machen mit dem Grimme-Paket. War fertig, bin jetzt im Herbst auf Spätkartoffeln praktisch. Bin die gerade am Ausmachen. Und hab noch gesagt, wenn einer mal Lust hat, Interesse hat, Roomtour, dann mache ich hier mal ein Video, wenn das gewünscht ist. Möchtest du dann dein Space Shuttle zeigen? Ja. Ich habe jetzt den Verkehr ausge. Ja, ich habe gerade gesehen, die hing schon wieder, ne? Ja, das ist irgendwie ein bisschen. Da musst du hier Schlangenlinien drumherum fahren und dann zwischendrin sind wieder zwei Stück, die fahren. Boah, ich muss hier glaube ich noch einmal Vorgewinde, dann kann ich hier wenigstens vernünftig wenden. Machen wir das doch. Ja, auf jeden Fall, wir werden noch ein richtiges Erklärtutorial machen über den Fahrzeugaufbau, den PCNL-Aufbau, welche Werte stehen für was, extrahiert, wenn du welche Richtung änderst. Also im Prinzip die gleiche Anleitung wie Dural im Englischen hat. Du musst Abänderung auf Stand der Dinge und auf Deutsch schreiben. Ja. Da müssen wir mal schauen, ob wir dann noch das mit Bildern bepacken oder nicht. Das ist halt auch alles mordzeitaufwendig. Dann würde ich aber direkt mal darunter so einen PayPal-Link machen, ne? Nee. Warte, ich komme mal kurz bei dir auf die Straße. Ja, wieso nee? Also ich habe das schon ganz oft gemacht, wenn ich super Mods hat, wieso soll man das nicht entlohnen, ne? Weil du mit den kleinen Sachen kein Geld verdienen darfst. Ja, aber du, so ein Erklärvideo oder sowas, wo man da mal sagt, ey, ihr könnt mir einen Kaffee spendieren, das muss da drin sein. Ah, könnte. Das können sie dann machen, wenn du einen Livestream oder so machst, dann kannst du das machen. Aber jetzt direkt so ein, ihr könnt mir hier was spenden, wenn ihr wollt. Das ist so eine Dunkelgrauzone. Ich weiß gar nicht Weil mehr. im Prinzip, also das ist ja schon alleine Grauzone, wenn ich sage, ich stelle die Luas zur Verfügung. Weil gut, du musst über einen Originallink, musst du dir den Mod runterladen. Den musst du dir auf jeden Fall holen. Und du kannst dann meine Lua einsetzen. Ja. Soweit geht es. Aber ich habe ja im Prinzip eigentlich das in Anführungszeichen geistige Eigentum. Das gehört ja eh alles Giants, aber ist ja mal egal. Ich habe jetzt das geistige Eigentum von dem Hersteller des Mods verändert. So, und wenn jetzt irgendeiner, und das sind genug in der Community mit Sicherheit, also jetzt meine Lua schnappt und setzt die in den Mod ein, und tut es dann in der Form wieder hochladen, veränderten Mod. Dann siehst du das ja nicht, dass das derjenige gemacht hat, also meine Lua genommen, eingefügt und dann hochgeladen, sondern du siehst dann nachher nur, aha, das ist der Mod mit der Lua vom Rama. Und dann kann das genauso gut aussehen, wie wenn ich das hochgeladen habe. Ja, klar. Also deswegen müssen wir noch schauen, ob wir da
auch bloß eine Textdatei machen, wo man die Zeilen benennen mit den Werten, wo man ändern sollte Ja. oder nicht. Und das sind so, deswegen dauert das auch alles so lange. Also im Prinzip, wir sind schon fertig, es steht, wir wissen es bloß noch nicht, wie wir das so umsetzen können, dass man den Leuten helfen kann, den Spielspaß zu erhöhen und ohne dass man uns selber den Ast absägen muss. Ja. Also. Ja, eigentlich sollte Giant sehr froh sein und dann auf euch zugehen und sagen, hier, wir würden das gerne mal implementieren. Nee, das wird nicht passieren. Ich meine, ich finde das ja jetzt mit Precision schon echt der Wahnsinn, dass das überhaupt gekommen ist. Hätte ich auch niemals gedacht, dass Giant sowas macht. Und es lässt ja für die Zukunft eigentlich nur hoffen. Ja, ich bin mit dem 19er schwer zufrieden. Ja, muss ich ganz ehrlich Also, sagen, ja. ich bräuchte jetzt gerade keinen neuen Teil. Ja. Das Precision Farming ist super. Die Modelle, wo sie inzwischen machen, sind mehr wie super, finde ich. Also auch das Alpine DLC, wo sie da rausgebracht haben. Das kannst du ja alles angucken. Das Ja. sind ja, also ich finde qualitativ echt hochwertige Mods. Und Das. von dem her, ja. Die Engine ist immer noch dieselbe. Die meisten der Befehle und Änderungen hier, was physiktechnisch angeht, das ist dasselbe wie seit dem 13er. Ja, da haben sich halt die Bezeichnung hat sich immer so ein bisschen geändert. Also wie es die Engine abträgt, aber vom Grund her funktioniert das alles immer noch. Und das finde ich. Man tut es auch gerade den Modern entgegenkommen, dass das nicht immer so ein komplettes Neulernen ist, Ja. sondern bloß ein, aha, okay, wie haben sie es jetzt geändert? Und ich finde es nicht schlimm. Aber ich bin auch gespannt, was wieder im Herbst auf uns zukommt. Wahrscheinlich wird es dann wieder kalt draußen. Ja, das sollte jetzt doch noch dieses, oder was heißt jetzt, also was sie planen, da war doch noch dieses, müsste ich erfüllen, dieses Farmland. Ja. Gell, da war doch irgendwie sowas. Aber das soll wohl erst im nächsten Teil kommen. Also auch was die auf Farming Agency Server, sagen, es wird schon irgendwie in Planung, kommt aber erst im nächsten Teil. Ich weiß nicht, ich hatte mir das noch nicht angeguckt. Ich hatte beim Felix jetzt gesehen, der hatte irgendwie zwar kein Video, was ich auf YouTube gesehen hatte, sondern mal wie so eine Art Vorschau auf einem Video, irgendwas mit Digi sonst was. Ja, das hat er mit dem Tino, also der, wie heißt der schon, wo hier auch das Lemken-Paket und so gemacht hat und Ja. den Syntax. Mit I fängt er an, sein Synonym. Der IFCO oder was? Mal schauen, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Der hat ja auch seinem Kanal so mit draußen anbauen Geschichten so. ITS. Ah, ja. ITS, ja. Genau. Und ja, irgendwie haben die jetzt dann, wenn ich es richtig verstanden habe, mit verschiedenen Herstellern und so weiter, wollen sie verschiedene Thematiken, was Acker oder Grönland angeht,
so ähnlich wie auf dieser Landwirtschaftsmesse, aber eben in online jetzt, wo die verschiedenen Thematiken durchgehen. Bin ich gespannt, was rauskommt. Ja. Ich merke gerade, ich hätte meine Sämaschine mal voll machen sollen. Hilft manchmal. Manchmal hat es Vorteile, ja, das stimmt. Vor allem, wenn man sehen möchte. Ah, die Bahn kriege ich noch hin, dann muss ich mal. Eigentlich für was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass diese Youngtimer-Geschichte einfach ein bisschen zu kurz kommt. Ja, er ist viel so auf den neuen Kram gegangen. Und ich bin Ja, halt auch vielleicht gerade keiner. nicht. Ja, aber so, ich sag mal, die großen Fans und so, schön und gut, so ein 1050 und so, aber da muss halt auch eine dementsprechende Karte haben und ich weiß nicht, so finde ich nichts dran, echt. Ich meine, bei mir ist sowieso Steckenpferd immer die Trucks. Ohne die könnte ich sowieso nicht, ey. Selbst wenn ich mal so ein Projekt gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich spiele mal eine größere Karte und dementsprechend mit größeren Maschinen und halt auch mit solchen, so wie, sage ich mal, ein Fan 1050 oder so, dann musste irgendwie immer ein Truck noch mit auf dem Hof stehen. Und im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass der sehr viel bewegt wurde, die anderen mit Cursplay über die Karte juckelten, und ich eigentlich nur in dem Truck saß, wo ich mir dann denke, ja, dann kannst du eigentlich auch eine kleinere Karte spielen, holst dir ein paar kleinere Maschinen und gehst halt so auf diese Youngtimer. Ja, von der Zeit her, wo du verbringst, wenn du 130 PS an 3 Meter oder 300 PS an 12 Meter und fällt dementsprechend die Ja, Disziplin auf einen selbst. genau. Aber es macht schon auch mal Laune. Ja, weil zum Beispiel dieses Borgholt DLC habe ich mir gar nicht geholt. Wie ich gesagt habe, ey, Nee, sowas auch nicht. spielt's eh nicht. Ich habe sonst alle, aber. Und genau, dieses. Na, Baumwoll DLC habe ich mir auch nicht geholt, weil Baumwoll habe ich bis jetzt auch eigentlich nie gemacht. Ich habe es auch noch nicht gemacht, ich habe es mir aber trotzdem geholt, weil da Anhänger dabei sind, wo du Besucher für Silage nutzen kannst. Aha. Also als Wechselwagen. Ja. Ja, ich muss mir jetzt noch einen schönen irgendwie holen für einen Singleplayer, was die Kartoffeln angeht. Am liebsten würde ich einen haben, der, sag ich mal, wie so ein Abschiebewagen funktioniert. Ich habe mir die Originalen aus dem Grimme noch gar nicht angeguckt, ob die so sind oder ob die hochkippen. Ich habe mir so Ja, eine interessant. kleine Schüttguthalle gemacht und da kann ich nicht gerade weit nach oben hin rauskippen. Da wäre schön, wenn der irgendwie drückt nach hinten raus. Richtige Abschiebewagen gibt es eh nicht so viele. Nee. Geht aber ganz schön Stoff drauf auf das Feld. Du bist immer noch bei der Luzern, oder was? Ja. Ja, krass. Ja, die anderen Felder war ja kein Mist, die anderen, kein Gülle, die anderen Felder waren ja Mist. Aber hier Gülle schluckt schon wie wenn es nichts kosten würde. Könntest ja gleich mal, also falls du damit durchkommst,
mal gucken, wenn du dir einen Flug nimmst, was Precision Farming und die Wiesen angeht. Wir hatten ja gesagt, so die werden ja irgendwie nicht erkannt, was Precision angeht. Wenn man da anflügt und dann sehen würde, Gras sehen würde, ob das dann anders ist. Alles kann man probieren. Also auf der Nordreich-Map war es zum Beispiel so, da hat er das auch nicht gemacht, da hat er das gemalt, die Wiesen. Und alles, was gemalt ist und gestellt ist, das wird er nicht erkannt. Ja. Da habe ich es probiert, bei dem funktioniert es nicht. Also er kennt zwar den Geblüht-Status, aber du hast danach trotzdem keine Bodenwerte, also das bleibt als leere Fläche irgendwie. Ja. Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung, vielleicht ist das ja einfach bloß im Editor, dass man die Fläche anders benennen muss, weißt, dass man auch was Marker setzen muss oder so. Also wenn da einer eine Ahnung hat, wie man sowas lösen könnte, immer unten reinhaken, die Sekt. Genau. Weil manchmal sieht man Wald vor lauter Bäume nicht und hat eine stumpfe Säge. Ich habe ja gesagt, ich müsste mal Saatgut tanken. Ich mache jetzt, glaube ich, schon die sechste Bahn. Ich meine, klar, die Bahnen werden kürzer, aber so viel geht der gar nicht drauf. Aber ansonsten muss ich sagen, recht performant das Kärtchen. Ja, ne? Also was mir das einzige Manko, was ich bis jetzt so habe, ist so, sage ich mal, Übergang zum Waldrand und die Textur vom Boden dann. Ist halt irgendwie wie so ein Cut. Und dann halt so einheitliche Bodentextur, nicht mal so ein bisschen aufgelockert mit irgendwie was anderem zwischendrin. Ja, der Wald, das ist so ein bisschen. Der Waldboden sieht aus wie eine Tapete. Ja. So, jetzt habe ich hier noch 6 Liter drinne. Jetzt fahren wir mal nach Hause. Das Ganze mal aus hier. Weiß ich gar nicht, hatte ich noch am. Ich glaube, beim Händler habe ich getankt, was Saatgut angeht, ne? Ja, du hast am Anfang einmal voll gemacht und alles bis jetzt durchgesät, oder? Ja. Aber hier brauche ich, glaube die Hälfte habe ich, wenn überhaupt. Aber es ist ja dein eh das letzte Feld, oder nicht? Ich glaube, die 37 muss ich auch noch. Also. Und da brüllen sie den Berg hoch. Ah, falschen Gang genommen. Dein Getriebe hier, was ich hier für einen Truck habe, das habe ich übrigens auch für den Unimog genommen, das ist doch richtig, oder nicht? Nee, der Unimog hat ein eigenes. Er hat andere Abstufungen. Also im Prinzip, du hast das gleiche Gefühl wie der Truck, bloß bei dem Truck sind es eigentlich nur 7 Gänge. Da habe ich aber schon ein neues geschrieben mit Billy zusammen, der. Ich werde das gerade noch testen, ob das so hinkommt. Er hat mir die
Originalvorlagen geschickt, weil anscheinend ist es so, die Packs haben die Unimog-Getriebe drin und nur beim Unimog ist der 8er-Gang offen. Deswegen kommt der auf seine hohe Endgeschwindigkeit und der hat eine andere Achsüberwölbung. Ja, aber wenn ich hier doch auf die Tabelle gucke im Cockpit, habe ich doch auf jeden Fall einen 8. Gang, oder nicht? Nee, bei den Tracks ist der 8. Gang gesperrt. Weil hier nämlich, wenn ich hier gucke, ist 8 bis 40. 7 bis 33. Du hast ja hier, ne? Im Cockpit habe ich ja direkt so die ganzen Gänge drinne. Und dann 1 bis 8. Der erste in Gruppe 2 fängt an bei 4,9. Und dann geht das halt so weiter. Und der siebte halt bis 33 und der achte dann bis 40. Oder hat es dann nicht getauscht, weil das ist ja ein 15er Modell. Ach so. Also das ist ja von Schlitterfan, von der Rolle, für das Modell. Das ist aus dem 15er. Ja. Kann schon sein, dass man das dann gar nicht mehr getauscht hat. Ja, ich habe ja das eine Foto mir angeguckt, was der Willi gemacht hat, da mit dem 1800er. Da hat er ja so ein schönes Gewicht mit Seil irgendwie vorne dran. Wunderschön von den Texturen. Ich meine, klar ist jetzt wieder ein Foto, wer weiß, wie es dann im Spiel aussieht, aber hammermäßig, wirklich. Also jetzt das mit der Abbildung bei dem Truck, das weiß ich nicht. Ich weiß aber, der hatte mir geschrieben, ja, dass wir gern das richtige Getriebe haben wollen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich habe das schon eins geschrieben, beziehungsweise zweites. Ne, 3 bis 4 mal 4. Dann das hier das 8-Gang-Getriebe. Und für den Unimog, der hat ein eigenes. Steht da glaube ich dann dran, 2x8 Mog oder so habe ich dann geschrieben. Ja. Das guckt mir VCA. Ja, ja, 2x8. Und sagt er, ne, das ist ganz anders. Und er hat da geguckt und das ist so und so und die Knicknasen und die 13, 1500, 1600 Turbo, die haben die Unimog-Getriebe, aber bloß bis zum 7. Gang. Und dann habe ich ihm also das nach dem Schaltschema, was er mir geschickt hat, das 7-Gang-Getriebe gestrickt. Ja. Und ja, das wird es noch am Testen, aber wenn es dann so hinhaut, dann muss man bei uns auch ein Update machen. Ja. Dann ist es tatsächlich so, dass die kleinen im Prinzip und die ohne Turbo kriegen die 7-Gang-Getriebe mit 40 km/h Endgeschwindigkeit und die Trucks mit offenem 8-Gang-Getriebe, also mit dem Unimog-Getriebe, die werden dann irgendwo so bei 58 eingependelt. Aha. Ja, seht ihr Leute, einmal kurz Allrad vergessen. Und hier bei den neueren, sage ich jetzt mal, wo zum Beispiel der TM von mir oder auch der Transmiti, der 240. Da mache ich gar nicht mehr mit manuellem Allrad. Weil ich gehe dann davon aus, dass so und so moderne Schlepper, die können. Ja. Dann mache ich auch mit der Traktionskontrolle. Ja. Und also das funktioniert schon heute. Die habe ich glaube ich bis jetzt noch nie benutzt, die Traktionskontrolle. Klar, bei den Schleppern hier.
jetzt eher so bei dem Alten nicht. Da muss schon Tank rumrühren und Knöpfe drücken Ja. und arbeiten, wenn du vorwärts kommen willst, das muss schon sein. Aber so mal für zwischendurch so. So mal eine Automatik fahren, eine Fahrerschiff, weißt du. Schön. Da kann man auch mal mit Traktionskontrolle fahren. Ja, ich hatte das, also ich glaube, das war vom Schiff, die das Command Plus für die John Deeres. Das fand ich auch nicht schlecht. Ja, der macht super, also der macht super Sachen im VCA. Der ist so VCA unterwegs wie ich. Ja. Ja, der war mir mal sehr behilflich. Ich meine, er konnte mir im Endeffekt nicht helfen. Ich habe es dann selber rausgefunden. Und zwar hatte ich anfangs die Trucks von FBM. Und dann wunderte ich mich immer, wenn ich dann VCA angestellt habe, dass ich Probleme hatte mit Shuttle. Ich habe das Shuttle angestellt im VCA, bin praktisch aus dem VCA raus. Dann hast du den Pfeil da unten auch gesehen. Dachtest ja, du kannst halt schalten. Nö, vorwärts, rückwärts ging nicht. Bist wieder in VCA rein und dann war es wieder ausgeschaltet. Und selbst wenn du im VCA praktisch, du schaltest das Shuttle an, gehst einen Reiter weiter im VCA und gehst wieder zurück, war es auch schon wieder ausgeschaltet. Und dann hat er mir halt auch versucht weiterzuhelfen und sowas, ja. Und dann irgendwann habe ich mir dann mal den Truck vom Bremi runtergeladen. Und siehe da, es funktionierte, weil ich dann nämlich auch erst im Nachhinein gesehen habe, dass dieses 4x4 Getriebe, was da rauskam, das war von dir, oder? Wo Oder war rauskam? das beim Felix auf dem Discord? Ich Da war. glaube, nur die eine von den allerersten Versionen war mal von mir. Ja, und die funktionierte halt bei den FBMs nicht. Und das war aber dann, das musste man erstmal rauskriegen. Und Shifty war halt die ganze Zeit, naja, hast du das schon, hast du das schon und so, ne? Ja, bis ich dann mal festgestellt habe, ja, nutze einfach mal den Truck, den der Felix auch genutzt hat, und das war halt der Bremi-Truck und nicht der von FBM. Und zack, es funktionierte. Aber ich glaube, das lag an was anderem. Ich glaube nämlich, die Trucks, wo bei FBM oben waren, die hatten damals einen Rear Manual Transmission Einbau. Das stimmt, ja. Und das war noch zu einer Zeit, wo sich das nicht vertragen hat. Da hast du das ausklammern müssen, meine ich. Dann hat es funktioniert. Und ich glaube, die Trucks von Bremi, die haben das erst mit dem zweiten Update reingekriegt. Weil ich hatte welche. Ich habe bei mir die ganzen RMT-Einträge dann ausgeklammert. Ja. Könnte dir das aber auch nicht sagen, dass es hundertprozentig daran gelegen hat. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe die FBMs habe ich nur genommen, die Trucks, weil ich da mehr Radreifenkombinationen hatte anfangs. Mittlerweile ist ja der Bremi hat ja jetzt auch nochmal ein Update gemacht. Und seitdem hast du da ja auch mehr. Ich meine, mittlerweile muss ich ja eh gucken, was du dann schon von der Physik her geändert hast, damit das überhaupt vernünftig ist. Aber das war damals der Grund, wieso ich überhaupt die FBM-Trucks hatte. Also, du hast jetzt vom Bremi die zwei Packs, wo er rausgebracht hat, der Tausender und der Kleine. Genau, und die hast du ja VCA Die hast fertig ja, und Rea ja, gemacht. die hast ja auch schon von mir gekriegt, oder? Genau, die sind Ja, hier. die sind alle fertig. Ja. Ich glaube, die Kleine muss ich nur noch die Reifen machen. Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel, damit das schon mal weiß, habe ja jetzt Kartoffeln, wie gesagt, gemacht und oder bin dabei und habe da die 1,5 Meter Spur, Kartoffelspur genommen, die kleinen dünnen Rädchen, die Trennscheiben da. Das funktioniert, solange das Feld halt trocken ist und du bist in der fertigen Frucht und bist am Ernten, funktioniert das ganz gut. Also ich habe da nur Allrad drin, habe kaum Schlupf.
Da bin ich sehr zufrieden mit. Beim Aussehen Ja, halt. Da musst du. die Fahrzeuge selber, die sind gemacht. Nur die Reifen, das fehlt bei denen. Ja, das ist so eine Scheißrechnerei, da habe ich noch keinen Bock zu. Ja, ich wollte halt jetzt nicht optisch mit einem Breitreifen durch eine fertige Kartoffelfrucht fahren, um zu ernten. Schlecht. Ja. So, ich werde jetzt aber hier nochmal einen Abschnitt, 3, 4 Bahnen machen. Und ich glaube, dann werde ich mich für heute mal verabschieden. Dann habe ich das Feld zwar noch nicht fertig, aber das ist auch nicht klein, verdammt, ey. So, soll ich mir einen Flug schnappen oder soll ich mir einen tiefen Loch schnappen? Ja, wenn du dir. Ich meine, ich könnte dir ja auch einfach hier den tiefen Lockerer geben. Dann fährst du vor und ich bin mit der Drille ein bisschen schneller vielleicht hinterher. Kannst dir natürlich noch einen holen. Haben wir zwei verschiedene. Ach komm, ich nehme den kleinen Pfeffinger. Also probier's jetzt mal Wiese aus, oder was? So viel DLC-Sachen und nichts wird genutzt. Ja, und von der Erlengrad, ja, von der Ja. Alpine, wo sie da gebracht haben. Also, ich bin nach wie vor begeistert von der. Ich meine, der Hof ist halt nichts, was sie sich da. Ja, wahrscheinlich halt nichts dabei gedacht, wo sie den gemacht haben, aber. Als der Ich Hof habe kam, jetzt da war nur, das auch ja, nichts mehr Wildes. das ist auch nichts Wildes mehr, aber. Ich hatte jetzt ein paar Videos halt von gesehen und da war immer so dieser Stadtbereich mit den Hochhäusern zu sehen und das fand ich irgendwie, naja, sah aus wie hingeklatscht, aber vielleicht muss man auch wirklich einfach mal selber drauf rumfahren. Ja, also ich finde, also macht übelst Laune. Ich finde es echt gelungen. So mit den Wegen und so weiter. Das ist schon gut gemacht. Und funktionierender Verkehr und so. Ja. Schon mal, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauche auf dem Pferd keinen Open Pipe. Was brauchst du? Kein Open Pipe. Ja, ohne Schalldämpfer. Ich habe mir letztens Videos angeguckt von der V8 Trucks mit offenen Rohren. Das war schon fein. Dann sind die schön durch den Tunnel gefahren und dabei dann immer Gas gegeben. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, die haben bestimmt auch keine Wildunfälle. Schnucklig, der kleine Klug, oder? Ja, ich glaube, den habe ich mir auch irgendwo mal geholt. Fand ich aber auch echt nicht schlecht. Eigentlich unsere Wiese. Ach, die Schafwiese haben wir gesagt, ja? Genau, und da müssten wir eigentlich noch eine irgendwo am anderen Hof, wo die Kühe sind, haben.
Weißt du noch, was du über die kleine Senke hier gesagt hast? Das könnte schlimm werden. 68% Schlupf. Ja, Schnäppchen. Aber es war bloß so eine Vorahnung. Ja. Glück Aber sind. hast dich durchgewühlt, oder? Ja, er wühlt sich so mit 3 km/h den Berg hoch hier. Dann geht's ja noch. Nur keinen Stillstand. Ja. So, da oben werde ich aber jetzt mal Pause machen. Tja, liebe Leute, ihr habt's gehört. Die Wasche kann ich mehr. Wir kommen mal langsam so zum Ende. Ich werde aber wahrscheinlich eh ein paar Teile draus machen aus dem, was wir jetzt hier aufgenommen haben. Unser neues Multiplayer-Projekt hier im Landwirtschaftssimulator auf der Petit France mit mir und dem Kramer geht heute dann mal zu Ende. Wenn was ist, schreibt was in die Kommentare und vor allem lasst ein Däumchen da und was auch schön wäre, ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.